So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu einem neuen Part. Super Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Und da sind wir ja schon unten in den Kellergewölben des Schlosses angekommen. Schauen wir mal, was es hier so Nettes gibt. Ja. Okay, hier eine Tauchstation. Hier können wir mal auf Tauchstation gehen. Oder nicht? Können wir hier tauchen? Hier wird's mal versuchen. Na, Mario. Wie willst du? Ja, scheinbar nicht. Dann halt nicht. Kommen wir vielleicht später nochmal zurück. So, warte mal hier. Da geht's wieder runter in die Eingangshalle. Jo. Alles klar. Alles klärchen, Wunderbärchen. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, tot. Wow, du hast so viele Sterne gesammelt. Weiter so. Du wirst uns im Handumdrehen befreit haben. Aber sei vorsichtig. Bowser und seine Bande haben sich der Bösartigkeit verschrieben. Der Herr, mein Rat, fällst du aus großer Höhe so für einen Stampfattack aus. Wenn du in dein Zimmer gehst, kann Yoshi. Ich weiß, wie der ausgesprochen wird. Kann Yoshi deinen Platz einnehmen? Jeder sollte einmal im Leben Ruhm glänzen. Ja, mit dem Reden und mit dem Namen aussprechen ist das irgendwie nicht so. So, einmal die Stampfattacke austesten. Mit der R-Taste kriegen wir das hin. Jo. So, Häschen. Ob sie Häschen jagt. Oder auch nicht. Ja, komm. So, heute will ich mal hier hineingehen. Eine Wand. Durch die man durchgehen kann. In den Krannen des Riesenvogels. Dann begeben wir uns wohl heute in die Krallen des Riesenvogels. Und ja, ich laufe direkt mal in diese Richtung. Weil ich da schon etwas weiß. Na. Nein! Ach, verdammt. Und gleich verreckt hier. Tja. Nimm zum Sonst gefangen. Dann halt nicht. Dann machen wir es hier halt auf diesem Weg. So. Hier geht's rüber. So, ich glaube, hier ist man mit Yoshi eigentlich am besten unterwegs, aber ja, gut, den ersten Stern kriegen wir vielleicht auch noch so hin. Den Vogel, den müssen wir uns schnappen. Der schwebt da gerade über der Pyramide. Ja, gerade für diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, die Monster hier, ist Yoshi, glaube ich, der beste, die beste Option. Oh, die Dinger, die uns Platz machen, mal falsch stehen. Na komm, so, hier entlang. Oh, vorsichtig, wir wollen hier nicht geplättet werden. Na, so, hier hinüber. Autsch. Ah! Genau so. Dank. Ah, okay, hier steht er richtig. Au, au.
Autsch. Autsch. Wir brauchen ein paar Münzchen. Hier unten haben wir ein paar Münzchen. Aber da war auch schon der Stern. Hätten wir einsammeln können. Jetzt sind wir wieder im blauen Bereich. So, wo ist der liebe Vogel? Vögelchen, wo bist du? Piep einmal. Ach, da ist er. Nice, Stern geholt. Nein, geholt ist noch nicht, aber den holen wir uns. Zack, hier, erster Stern in dieser Map. Erreicht. Nice. Damit hätten wir schon 23 Sterne. Kann doch nicht sein. Achso, doch, ja. 120, das 123 wären zu viel. Es gibt 120 zu erreichen. Ich war gerade ein bisschen durcheinander. Okay, Hase verfehlt. Ich gehe mal gerade hoch. Yoshi holen. Liebe Yoshi ist hier, glaube ich, der am geeignetesten. Der Typ, der am geeignetsten für die Map ist. Oder auch generell für die Routen da unten im Keller. Holen wir ihn uns. Yoshinski, ich brauch dich mal. Rein in Marios Zimmer. Und Yoshinski kommt wieder raus. Yoshi! Okay, weiter geht's also. Hier. Na, hier rein. So, weiter runter in den Keller zurück. Na komm. So, dann kann es mit dem zweiten Stern dort unten weitergehen. Holen wir uns gleich den zweiten Stern und den dritten und den vierten. Hauen wir mal heute ordentlich rein. Versuchen wir so viele wie möglich zu kriegen. Oh, die Hasen sind jetzt gelb. Die waren doch eben noch pink. Und irre ich mich da. Na. Nein, frass mich nicht. Ich bin viel zu zäh. Nur Muskeln und Scheren und Sehnen. Ja, nur Muskeln und Scheren. Vom Rennen. Ehrlich. Und ich schmecke echt gruselig. Lass mich gehen und ich gebe dir dies. Du gibst mir was. Na, her damit. Ein Mexikaner oder was? Ey, Muchacho. Ich dachte echt, jetzt musste ich mir die Karotten von unten anschauen. Mein ganzes Leben zog kaleidoskopartig an meinem inneren Auge vorbei. Hier, nimm diesen Schlüssel und lass mich allein. Ein Schlüssel also? Wofür wir den brauchen werden. Speichern und weiter. Ein Schlüssel. Aha. Naja. Erstmal hier auf die Spitze der Pyramide. So sieht's aus. Und die Box wird verschluckt. Boink, boink. Und zack. Da werden wir. So. Die Münzen mal links liegen lassen. So. Auf die Spitze der Pyramide müssen wir also. Oha! Im Wirbelsturm. Ja gut, dann halt nicht dorthin. Den Treibsand, den dürfen wir nicht erreichen. So, versuchen wir hier durchzukommen. Jo, das hatten wir schon. Kriegen wir doch hin, oder? Vielleicht besser als beim ersten Mal. Hoffentlich aber nicht schlechter. Hätte man durchrennen können. Oh gut. So. Na hoppala. Na komm. So. Und jetzt hier schnell mal durch. Ja. Spitzenpassier. Yoshi kann es besser. So, hier einmal rüber. Die Münzen holen und noch einmal rüber. Oh, Kamera, was ist los? So, auf die Spitze der Pyramide müssen wir. Na?
Jo, so muss das sein. Den Kollegen nicht eingesammelt. Ach Mensch. So. Nein, nicht da rein. Ach. Und Spitze will ich. Zurück kann ich jetzt hier nicht. Ach verdammt. Jetzt habe ich es verkackt. Ich muss drauf die Spitze. Gleich mal Selbstmord begangen. Ja. Und wieder rein da. Next try. Was? Dann starten wir hier gleich. Oh Mann. Joa, dann holen wir uns wohl hier drinnen erstmal. Autsch. Holen wir uns hier drinnen wohl erstmal den Stern. Damit wir dann hier rauskommen. So, hier oben drauf. Leben. Okay, was bringt das? Oh, eine Blume. Oh, Yoshi verschlingt seine Gegner und hat nun Sodbrennen. Mit Hilfe der Powerblume kann er Feuer spucken. Drücke dazu den A-Modus. Ich habe mir sagen lassen, dass gegrillter Goomba köstlich schmeckt. Okay. Na dann, Hals noch drin. Wir werden das vielleicht gebrauchen können. Und dann versuchen wir uns mal, dass wir hier mal hochkommen. Die Fuzzies kann ich damit nicht alle machen. Oh, da ist das, die Blume auch schon abgeklungen. Ja, sowas. Also hier entlang. Oh, da ist auch schon der nächste Goomba. Nein, wieder unten. Verdammt. Da wäre der Goomba gewesen, den wir hätten grillen können. So hoch da. Zack. So, hier mal längs. Na, vorsichtig. Wir sind jetzt hier mal lang gerannt. Kannst du ruhig ein bisschen. Goomba! Goomba, ja mit dir. Ah, okay. Hier nicht erdrückt werden. Jo. Ah, ja, verschlucken. Oder drauf stanzen. Drauf springen. Stanzen. Ja, habe ich das denn nur. So hoch da. Eine Etage höher. Ist zwar nicht ganz die Quest, die wir machen sollten. Also auf die Spitze der Pyramide kommen wir so nicht, aber ja. Hier ist auch was ganz oben auf der Spitze zu kriegen. Und dann kommen wir hier raus. Haben wir den Stern schon mal eingesammelt. Auch nicht falsch. Auch nicht verkehrt. Oha. Okay, so können wir rüber. Mit Yoshi kommen wir darüber. Mario wäre es ein bisschen schwerer. Okay, das war ein bisschen wackelig jetzt hier. So, Mario hätte dann deutlichere Probleme. Der käme da nicht so hoch. Okay, Fuzzies. Autsch. Oh. Elektroschock, Wahnsinn. Autsch. Armer Yoshi. Na komm. Ich schalte hier um die Ecke. Huha. So, hier hoch. Next Etage. Und ich mach hops. Bloß in die richtige Richtung. Das war die falsche. Na, muss da jetzt nicht drauf wieder an dran springen, aber. Ja, das ist jetzt. Ach komm. So, jetzt hier links. Also hier gucken, dass wir nicht runtergeklatscht werden. So, darüber sind wir schon fast oben. So, vorsichtig, ich sehe schon den Stern. Holen wir uns. Na, Sternchen. Yoshi, schnappst dir. Nice. Im Inneren der Pyramide.
hieß bestimmt so. So, 24. Stern. Entdeckungsreise in die Pyramide geschafft. Jo, das muss gespeichert werden. Und nochmal rein da. Und du hast gleich den zweiten Stern. Oh, war sogar schon der dritte. Hätten wir eben im Anschluss machen müssen. Aha. Also. Dann wird es mal hier von dieser Seite verschluckt. Und dann sind wir hier drüben. Und an der richtigen Stelle müssen wir den Umweg nicht nehmen. Nein, 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 nein. Puh. Nicht vom Wirbelsturm hier wieder irritiert. Extra Leben. Jo. So, hier mal hoch. Das wird auch ein bisschen wackelig. Na, wackelig nicht, aber... Oh, da habe ich den Gegner verschluckt. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Ah, nein. Yoshi. Was ist denn heute mal los? Ist heute schwerer als möglich, schwerer als angedacht. Drei Sterne haben wir hier, also zwei Sterne haben wir erst. Drei Sterne haben wir hier erst danach. Dachte eigentlich, dass wir heute ein bisschen mehr hinkriegen. So, hier mal rüber. Den kleinen Schmuckpfad genommen. Benommen bin ich heute auch scheinbar ein bisschen. Vorsichtig hier hoch. Wenn wir uns das Leben mitnehmen sollen. Das hätten wir nötig gehabt. So hoch hier, Yoshi. Was machst du denn? Nein, zurück mit dir. Puh, hier wird nicht gerutscht. Holla, die Waldfee. Oh. Gegnerisches Scheigei. Na kommst du hoch. Den kleinen Absatz kannst du doch wohl noch. So, rein da und. Puh. Zweiter bzw. dritter Stern. Geschafft. 25. Spitze der Pyramide geschafft. Abgespeichert. Und weiter geht's. Vier Säulen und das Gleichgewicht. Ja, was auch immer. Gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Vier Säulen und das Gleichgewicht. Das sind vielleicht diese Säulen hier. Könnte man denken. Kann Yoshi in Wand in Sprung? Kann er. Das bringt hier, glaube ich, recht wenig. Ja. Okay. Da wird hochgewedelt. Da gibt es noch eine interessante Sache. In diesem Dings. Den Gummer mit der Mario-Mütze. Okay. Da gibt es Münzen. Auf der anderen Seite. Da gibt es eine rote Münze. Aha, rote Münzen vielleicht erstmal sammeln. Komm zu mir, du scheiß Goomba. So. Vier Säulen und das Gleichgewicht. Was damit gemeint sein kann. Vielleicht müssen wir da nur irgendwo hochkommen. Die Kiste. Können wir damit vielleicht was anfangen? Oh. Das ist zu weit weg. Ich wollte die eigentlich hier kurz davor stellen. Dann können wir uns hier draufstellen auf die Kiste. Und dann hier. Ja, fast. Könnte man hinkriegen. Könnte eine Idee sein. Wenn wir noch irgendwo eine andere zweite Kiste kriegen könnten.
Im Inneren der Pyramide gäbe es auf jeden Fall eine. Aber ich weiß nicht, ob das sowas bringt. Okay, da kommen wir so auf jeden Fall nicht hoch. Diesem Wege nicht. So, vielleicht durch den Wind. Wäre vielleicht noch eine Alternative, da in dem des Todes. Über dem Strudel. So, wo kommt der Wind? Hier kommt der Wind. Lassen wir uns in die richtige Richtung treiben. So, jetzt darüber. Ja, ich glaube, das ist zu... Nein. Das ist zu weit weg. Da kommen wir so nicht hin. Na komm, du wirst doch wohl noch so ein Teil verstucken können. So, rote Münzen wäre eine Alternative, die wir suchen könnten. Autsch. Und das nutze ich mal hier rüber. Guck mal, was es hier so gibt. Ach, da gibt es doch nur die Feuerblume drin. Ah, und eine Kanone gibt es hier. Ja, das bringt recht wenig. Ja, bei Mario bringt es halt eine fliegende Attacke. Oh, auch noch ablaufende Zeit. Irgendwas kann man nicht schmelzen. Okay. So, gibt es hier irgendwo einen roten Bob-Omb? Sachte, nicht reinfallen. Ach. Ich sagte nicht reinfallen. Ach Mensch. Vier Säulen und das Gleichgewicht. Ja, Diese Überschriften sind auch nicht immer ganz eindeutig. Was damit gemeint ist, ist nicht ganz klar. Okay, so kommt man, glaube ich, auch nicht rüber. Ist auch nicht ganz der Weg. So, ein rotes Bob-Omb suchen wir. Ja, wo? Ja, erstmal nicht. Ich glaube, ich habe drüben eins gesehen. Am anderen Ende dieses Dings. Ja, lassen wir uns vielleicht nicht zu oft treffen. Dran vorbei. So hier. Lassen wir uns nicht aufholen. Auch wenn Yoshi ein bisschen weiter springen kann. Lassen wir es lieber. Au! Böser Vogel. Hey, ich mach die Honolulu-Haubitze für dich bereit. Ja, die brauchen wir. Da müssen wir also wieder zurück. Abschussbereit. Der verdammte Vogel. Verpiss dich. Ah, hier traut er sich nicht mehr hin. Ah, okay. Verstehe. Nein. Puh. Wenig Lebenskraft noch. Vorsehen. Das ist eine rote Münze, die könnte ein bisschen Lebenskraft geben. Ein bisschen Energie. Steht sogar Kraft da. Und jetzt hier sachte, aber sicher rüber. Hier rauf. Zack. Und rein da. Honolulu. Oh, bitte. So, da drüben müssen wir hin. Ganz weit weg. Vielleicht mal in die Sonne ziehen. Hops. Ja. Ist noch ein bisschen höher. Muss ein bisschen höher. So, das ist gewagt, aber ich versuch's mal mit Yoshi. Und der hat mich jetzt so knapp umgezogen. Ach Mist. Der Sog war's. Der Sog ist schuld.
Nicht ich bin zu schwach gesprungen, der Sog war schuld. Ja, dann vielleicht an die roten Münzen erstmal. Und von den Stern auch hinkriegen. So, da mal ran schleichen. Ist noch ein bisschen zu weit weg. Wird dünn hier. So, und dann sachte wieder zurück. Huh. Angst von dem Abhang kann man wirklich schlimm im Trink, im Trinksand, Sanden, naja, im Sand ertrinken. Super. Rote Münzen, da hatten wir hier einen drin. Na, Mario. Mario Gumba. Dich brauche ich. Hier waren die gelben Münzen. Hier die rote Münze, die ich brauche. Zwei hatten wir noch schon. Da brauchen wir nur noch sechs. Zwei habe ich schon. Die sechste ist da drüben. Huha. Ich hatte ein bisschen Angst vor Mario, kann nicht so springen. Da waren es nur noch fünf. Die Münzen einsammeln. Autsch, wir waren doch drin. Mensch. Das muss doch zählen. Hier gibt es auch noch eine rote Münze. Da waren es nur noch vier. Da gibt es auch noch eine, oder? Erstmal nicht. Ah, da oben gibt es noch eine. Wie kommen wir denn da jetzt ran? Kommen wir denn an die rote Münze? Ach du Schande. Dann müssen wir uns den Vogel greifen, oder was? Hm. Ja gut, da oben stehen wohl einige rote Münzen. Vielleicht erstmal den Mario verlieren. Dass wir da hoch springen können. Versuchen wir zumindest. Oder hier in dem Strudel. Versuchen wir mal hier. Na komm. Nee, das wird doch wohl nichts. Das wird erstmal nicht so viel. Wie kommt man an die rote Münze? Ja, vielleicht nicht runterfallen. Ja, gut. Geronimo. Ja, so könnte man es schaffen. Na komm, na komm, na komm. Raus da. Ups. Oder hier mit dem Kistchen hier. Ha, ja, oben auf der Spitze. Naja, den Stern haben wir schon. Na gut. Haben wir zumindest ein bisschen was geschafft in diesem Part, in diesem Level. Speichern wir das. So, dann würde ich auch mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mal mit dem Zwangfest verpassen wollt, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Super Mario 64 Video auf meinem Kanal wieder. Oder in einem anderen Video. Ja, okay, den hatten wir schon. Ja. Na dann, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Part hier unten im Keller wieder. Dann geht's dann nochmal in das Level, glaube ich. Oder wir starten gleich ins nächste Level, um es spannender zu machen. Ja, irgendwann müssen wir die Sterne hier einsammeln. Aber gut. Für heute erstmal Schluss hier. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.